zack, zack, zack. Noch schneller, zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Easy. Moin, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen 30-Sekunden-Trick. Mein Format, bei dem ich klitzekleine Tricks innerhalb von 30 Sekunden erkläre. Normalerweise trenne ich das ganze Jahr von so Kartentricks und so weiter. Aber für die heutige Folge dachte ich mir, probiere ich mal was Neues aus und erkläre euch eine klitzekleine, richtig coole Kartentechnik. Das Ganze mache ich, weil ich einige Kommentare dazu bekommen habe, ob ich das nicht mal erklären kann. Ich erkläre euch heute, wie ihr ein Kartendeck einhändig abheben könnt. Gut, das war jetzt ein bisschen langsam. Ist schwierig, das so auf Augenhöhe zu machen. Die war jetzt ein bisschen sloppy, aber gleich bei der Erklärung mache ich es natürlich sauberer. Gut, ich hoffe, euch gefällt es, dass ich das jetzt mache. Ihr könnt es mich in den Kommentaren wissen lassen, ob das okay ist. Nicht vergessen, morgen am Donnerstag um 20 Uhr mein Livestream. Ich bin schon richtig gespannt darauf. Ich freue mich schon ganz, ganz doll drauf. Ich hoffe, möglichst viele von euch sind mit dabei. 2 Stunden lang ungefähr habe ich das Ganze jetzt geplant. Ich freue mich über jeden einzelnen von euch und jetzt viel Spaß bei der Erklärung. Okay, schnappt euch jetzt eure Kartendecks, ich erkläre euch jetzt, wie das Ganze funktioniert. Möglichst in 30 Sekunden. Ausgangsposition ist erst einmal dieser Griff hier. Von unten greift ihr die Karten, hier die 4 Finger und hier der Daumen. Wenn ihr mit dem Daumen jetzt hier ein wenig die unteren Karten locker lasst, dann fallen sie euch hier unten runter. Lasst die schön locker komplett hier unten reinfallen. Hier angekommen, drückt ihr diese untere Hälfte mit eurem Zeigefinger nach oben. Also nochmal von 0, zack, der Daumen lässt es fallen. Der Zeigefinger schiebt es hier hoch bis zu diesem Punkt, bis ihr hier so ein Dreieck habt. Dann lasst ihr mit dem Daumen dieses Pack los und zieht dieses Pack hier nach dorthin und dieses Pack hier durch diese Finger nach dorthin. So, dann fällt euch das Ganze hier runter und ihr müsst mit dem Daumen nur noch die restlichen Karten oben drauf legen. Und endgültig sieht es dann so aus, wir lassen eine Hälfte fallen, drücken sie mit dem Zeigefinger hoch, lassen diese Hälfte runter und legen die andere Hälfte hier drauf. Ich hoffe, das ging euch jetzt nicht zu schnell. Wir lassen also wirklich die untere Hälfte hier los, indem wir mit dem Daumen einfach diese Bewegung hier machen. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Von hier gehe ich hier hin, ja? Stellt euch einfach vor, ihr hättet nur noch diese Hälfte und würdet nur gerade so diese Hälfte festhalten wollen. Und alles darunter lasst ihr einfach hier reinfallen. Dann schiebt ihr den Rest mit dem Zeigefinger hier schön hoch und lasst jetzt die andere Hälfte hier runter. Und das, was ihr hier jetzt noch habt, müsst ihr einfach mit dem Daumen oben drauf ablegen. Zack. Zack, 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 zack. Das Ganze ist natürlich ganz praktisch und wenn man es ein bisschen übt, dann wird man da immer schneller und schneller drin, ja? Zack, zack, zack. Noch schneller, zack, zack, zack. Ja? Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Easy. Ich hoffe natürlich, dass ihr diese Erklärung jetzt verstanden habt. Wenn dem so ist, dann würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du das Ganze zeigen würdest, indem du dem Video einen Daumen nach oben geben würdest. Wäre natürlich der Hammer. Das Ganze ist natürlich eine coole Methode, um beispielsweise bei Kartentricks, bei denen am Ende eine verräterische Karte oben oder unten auf dem Kartendeck liegt, oder auch mehrere verräterische Karten, wenn ihr die schnell loswerden wollt, dann ist das natürlich die perfekte Methode, während ihr den Zuschauer ablenkt, mit ihm per Augenkontakt auf Augenhöhe redet. Ihr seht gerade allein schon vom Kamera fällt ja nicht, was ich mit meiner Hand ganz unten hier auf Hüfthöhe alles mache, mit den Karten in der Hand. Ist also eine coole Methode, den Zuschauer abzulenken, ihm in die Augen zu schauen und zu sagen, wow, war das nicht ein krasser Trick oder wie auch immer. Und in dem Moment hebt ihr schnell einhändig ab und lasst es einfach so aussehen. Ihr spielt dabei noch so ein bisschen mit den Karten herum und lasst es dabei so aussehen, als würde das einfach nur zum Rumspielen gehören. Und dann sagt ihr, seht ihr, hier oben sind sie nicht mehr, unten sind sie auch nicht mehr. Bam, und ihr geht im Prinzip fast schon clean aus diesem Trick raus. Dafür ist es natürlich eine sehr, sehr coole Methode. Und zum Schluss möchte ich euch noch ein letztes Mal daran erinnern, nicht vergessen den Livestream morgen. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ihr Wünsche habt für Programm, was ich während des Livestreams machen soll. Abgesehen von Fragen beantworten, vielleicht so ein paar Tricks erklären oder sowas, so kleinere Sachen. Und mich würde auf jeden Fall interessieren, mit wem ich denn so rechnen kann. Ihr könnt mir einfach in die Kommentare schreiben, wer von euch alles morgen so mit am Start ist. Labert dann so ein bisschen mit euch mit in den Kommentaren. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das wird mein erster Livestream seit locker über einem Jahr oder so. Und mein erster richtiger Livestream auf YouTube überhaupt. Das Ganze wird hier auf YouTube stattfinden, nicht auf Twitch oder sowas, ne? Ich richte jetzt schon mal im Prinzip die Veranstaltung ein und dann habt ihr genug Zeit, euch den Termin freizuhalten. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten kommt natürlich ganz normal am Sonntag die nächste Folge Dein Trick. Für die letzte Folge kannst du dich links von mir reinklicken. Das war nämlich mein letztes Video. Und unten links von mir verlinke ich dir meinen letzten 30-Sekunden-Trick. Da habe ich dir erklärt, wie du deinen Schal durch deinen Hals durchziehen kannst. Wir sehen uns auf jeden Fall in einem der beiden Videos oder halt morgen Abend um 20 Uhr live. Bis dahin, euer Mr. TrickXL. Dankeschön fürs Anschauen dieses Videos. Tschüss.